Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zurecht und einem Video zu RimWorld. RimWorld, das ist ein Indie-Titel auf Steam, in dem es darum geht, eine eigene Kolonie zu gründen und am Leben zu erhalten. Das Ganze bietet, obwohl es gerade im frühen Early Access ist, schon eine wirklich, wirklich beeindruckende Tiefe. Das schauen wir uns dann aber im Spiel an, bevor ich da jetzt weitgehend drüber rede. Ist es, glaube ich, das Beste, wenn wir uns das gleich direkt dann veranschauen. Denn hinter diesem Koloniesimulator steckt wirklich ein schönes Spiel, welches von nur 6 Personen entwickelt wurde, hauptsächlich halt einer Person. Und das ist schon eine beeindruckende Arbeit und ein cooles Spiel. Für alle, die das Spiel kennen, ich spiele gerade die Version 0.15, das ist die neueste Version, deswegen habe ich auch das Video erstellt überhaupt, weil ich damit auch mal was Neues jetzt biete, denn RimWorld gibt es schon seit ein paar Jahren, aber erst seit wirklich kurzem auf Steam. Das heißt, auf YouTube findet ihr zahlreiche Videos dafür, aber dieses Video ist halt über die neueste Version. Wir schauen uns das Spiel mal an, also Neuankömmlinge lernen das Spiel kennen. Leute, die das kennen, können sich hier die neuen Features anschauen. Und gut, wir wollen einfach mal starten. Eine der neuen Features ist ein Tutorial, das heißt hier wirklich ein Step-to-Step-Tutorial, wo wir das ganze Spiel lernen können. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Es gibt auch eine Wiki, ich habe mir das jetzt alles über eine Wiki beigebracht, habe dort auch schon jetzt in dem Spiel 13 Stunden oder sowas, 17 Stunden, weiß ich nicht genau, verbracht. Das heißt, ich habe ein bisschen Ahnung, wahrscheinlich noch nicht alles gelernt, aber wir schauen uns das mal zusammen jetzt weiter an. Wir starten eine neue Kolonie und ganz wichtig, wenn euch das Spiel allgemein interessiert, schreibt es in die Kommentare, Leute. Sonst denke ich, es interessiert keinen und ich mache auch keine weiteren coolen Videos mehr dazu. Wenn es euch interessiert, schreibt was da in die Kommentare. Macht mir eine Rückmeldung. Wenn ich eine neue Kolonie gründe, kann ich erstmal ein Szenario auswählen. Szenario ist meine Geschichte, wie ich auf diesem Planeten gelandet bin. Und der Unterschied ist dabei, erstens in der Anzahl der Personen, in den Forschungsfortschritten, aber hauptsächlich auch in den Start mit den jeweiligen Ressourcen. Das heißt, wie viele Ressourcen habe ich, was für eine Vielfalt von Ressourcen habe ich. Das ist auch ein Unterschied. Das Schöne an Steam ist, dass es auch User-Szenarien im Steam Workshop gibt. Die sind teilweise wirklich sehr interessant, sehr gut gemacht, sehr witzig. Und wenn das Spiel jetzt hier gut ankommt, dann werde ich vielleicht auch mal einzelne User-Szenarien zeigen. Man kann halt auch hier über diesen Editor oder man kann eben durch diesen Editor dann einzelne Szenarien laden. Ich denke mal, auch ohne Steam ist das möglich, über Custom, wahrscheinlich kann man sich dann reinladen. Das Besondere an dem Spiel ist jetzt hier, dass wir einen eigenen Storyteller haben. Das klingt erstmal ein bisschen aufregender, als es eigentlich ist, beziehungsweise es ist schon ganz interessant. Und zwar geht es darum, dass im Laufe des Spiels, zusätzlich zu unserem eigentlichen Gameplay, haben wir halt diverse Events, die immer wieder stattfinden. Und diese AI-Storyteller sorgen halt dafür, dass diese Events stattfinden. Und der jeweilige Story oder ein jeweiliger Storyteller bietet ein unterschiedliches oder eben individuelles Muster an Events. Zum Beispiel hier ist das relativ progressiv bei der Cassandra. Das heißt, es wird leichter und wird schwerer. Bei Phoebe wird es halt eher seltener ein Event, aber dafür heftiger. Und bei dem Randy Random ist es halt sehr, wirklich, wie der Name sagt, random. Es kann alles passieren. Es kann teilweise schon früh im Spiel Ende sein, weil einfach was ganz schön Krasses passiert. So, und wir nehmen aber die Cassandra Classic. Wir spielen das hier auf Classic. Wir spielen das auf Rough. Das ist, denke ich mal, steht, glaube ich, auch hier. Ne, steht da nicht. Aber das ist, denke ich mal, so die normale Schwierigkeit von dem Spiel. Das andere habe ich schon gezockt, das war mir zu einfach. Ich spiele das auf Rough. Es gibt noch den Permadeath Mode. Das ist eigentlich auch sehr interessant, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg für das Video. Ansonsten interessantes Feature, denn man muss das Spiel auch ein bisschen so sehen wie ein Roguelike. Ja, das heißt, ich fange an, eine Kolonie zu machen.
und versuche eben das Beste zu machen aus den Möglichkeiten, die mir geboten werden. Und wenn es halt schief geht, dann geht's schief. Punkt. Dafür habe ich eine coole Story auch selber. Das Spiel setzt ein bisschen Kreativität voraus bei dem Spieler. Es geht also dabei darum, dass wenn ich das Spiel spiele und irgendwelche Sachen passiert, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen so hineinversetzen kann, mir ein bisschen eine eigene Story zusammenpuzzeln kann, eine Geschichte zusammenpuzzeln kann. Ja, darum geht es so ein bisschen. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt unser generierter Planet erstmal. Oder unser generierter Kontinent auf diesem Planeten. Und jetzt kann ich hier auswählen, wo ich gerne starten möchte. Ist jetzt halt, man kann random machen. Man kann sich das auch im Großen halt anschauen. Man kann sich jetzt anschauen, genau wo man halt starten möchte. Zum Beispiel jetzt hier, wo gibt's Regen. Die Temperatur kann ich jetzt hier mir einschauen. Das ist alles sehr wichtig später für das Spiel. Denn die ganzen Sachen, die jetzt hier geboten werden, haben viele Faktoren auf das eigentliche Spiel später. Dazu kommen wir dann auch noch. Was ist alles Rote denn hier eigentlich? Das kenne ich selbst nicht genau. Ah, eine Fraktion ist da, okay. Alles klar. Wir starten jetzt erstmal so ein bisschen was Einfaches. Wir starten hier so an der Küste irgendwo oder mitten am Land. Vielleicht sind da ein paar Berge. Hier steht jetzt auch, was für Steine dort sind. Was für eine Temperatur. Wir nehmen erstmal was Leichtes, um auch euch das ein bisschen so die Einführung zu geben. Ich habe zum Beispiel ehrlich gesagt noch nie mir eine Basis gebaut in einen Berg hinein. Aber naja, wollen wir erstmal so anfangen. Jetzt kommt etwas, oder jetzt kommt auch das mit Interessanteste an dem Spiel, und zwar haben unsere ganzen Spieler halt, wie nennt man das denn? Kolonisierer, Kolonisten, bin ich gerade blöd. Unsere Leute der Kolonie. Wie auch immer, ich weiß es gerade. Ich komme halt nicht drauf. Die haben eine eigene Story. Die haben Kindheit, die haben eine Jugend oder ihr jetziges Leben, was sie jetzt gerade gemacht haben. Kann man hier nachlesen. Der jeweilige Background wirkt sich dann halt auf die Fähigkeiten aus. Es gibt halt Dinge von denen, die nicht können. Es gibt halt noch bestimmte Traits, zum Beispiel Chemical Interest. Ja, das heißt hier ist auf jeden Fall schon mal gegeben, dass die gute Drogen lieber mag als andere und nichts gegen Schmerzen hat. Und so ist das bei jedem Charakter gegeben. Man kann das Ganze noch randomisen. Der Sinn dahinter ist auch, dass man sich vielleicht am Anfang auch ein bisschen... Natürlich, man kann jetzt einfach Start klicken und das Beste daraus machen. Man sollte schon so ein bisschen gucken, dass man ein paar Sachen sich hier anschaut, die wirklich für die ersten Schritte der Kolonie wichtig sind, dass sie auch vorhanden sind. Zum Beispiel Construction 0 ist jetzt nicht so cool. Man sollte jemanden haben, der zum Beispiel kochen kann. Man sollte Medizin haben. Und Growing sollte man haben. Mining ist auch nicht verkehrt. Das heißt jetzt hier Melee und Craft, die machen wir mal neu. Social ist auch nicht unwichtig, aber die kann sich halt gar nicht verteidigen und sowas. Wir machen das nochmal neu. Und das sieht doch schon mal ganz okay aus. Die kann zwar jetzt hier nicht Mining machen, aber da finden wir vielleicht einen anderen. Wir wollen das auch nicht zu oft hier randomisen, bis wir das Perfekte haben, sondern das Unperfekte ist ja auch schön. Aber die kann kochen. Sie hat Fähigkeiten in der Medizin. Sie kann auch was anbauen. Und die kleine Flamme daneben, oder die größeren Flammen, die heißen, dass man halt ja auch besser wird in der jeweiligen Fähigkeit. Das heißt, eine kleine Flamme sorgt, dass stetig diese Punktzahl steigt, und eine größere Flamme, dass man halt noch schneller eine Fähigkeit lernt. Jetzt hier steht es auch 150%, hier halt 100%. Die lassen wir einfach mal so. Dann haben wir jetzt hier
jemand anderen, der hat Social zum Beispiel 14. Das heißt, der wäre jetzt sehr gut als Anführerin unserer Kolonie. Dafür kann sie alles andere nicht so gut. Lassen wir trotzdem erstmal. Vielleicht finden wir jetzt hier noch jemanden, der das Ganze gut ergänzt. Ja, sehr stark beim Kämpfen, aber wir suchen hier nochmal was anderes. Was wir brauchen ist jetzt noch Growing. Mining wäre jetzt eigentlich zum Beispiel auch gut. Hier haben wir Mining. Growing haben wir auch auf 5. Aber vielleicht finden wir das auch noch mit Trades. So, jetzt haben wir hier 2, 4. Dafür Research haben wir hier eine hohe Zahl. Ich glaube, damit können wir erstmal arbeiten. Wir haben ja auch einen Bruder. Guck mal, das ist auch nicht schlecht. Und wir gucken uns nochmal die Trades an. Da gibt es nämlich manchmal auch komische Sachen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin und machen einfach Start. Der hier zum Beispiel hat schon einen Schuss bekommen in seinem Oberkörper. Sorgt dafür, dass er halt immer mehr Schmerz verspürt als die anderen. Oh, ich merke gerade, ich habe nur 3 Frauen, eine Frauenkolonie. Und wir drücken einfach mal auf Start. Wir nehmen es einfach mal so hin. Wir gucken, was wir daraus machen können. Es ist nie, man kriegt nie das Beste. Aber es reicht uns auf jeden Fall erstmal. So, wir erwachen aus unserem Kälteschlaf und werden jetzt hier aus unserem Schiff geworfen auf den Planeten. Bam, bam, bam. Wir drücken erstmal auf Pause. Viele Sachen muss man auch erstmal pausieren. Vor allem am Anfang muss man erstmal pausieren. Das ist die Grafik des Spiels. So sieht das Ganze aus. Und das Ganze erinnert vor allem von den Charakteren sehr an Prison Architect. Aber naja, es ist halt eine sehr simple Grafik. Aber für jemanden, der zum Beispiel hauptsächlich vielleicht nur programmieren kann, ist das natürlich vom Vorteil. Und es ist alles sehr klar für den Spieler, also auch nicht vom Nachteil für uns. Das heißt, wir können damit gut arbeiten und darum geht es auch gar nicht in dem Spiel. Es geht wirklich halt eher um diese Simulation und die ist wirklich sehr gut. Was wir nochmal eben machen ist, die Musik doch ein bisschen leiser. Das hier oben, das ist auch neu. Das ist der Learning Helper, den haben sie jetzt da oben hingepackt. Da kann man halt diverse Sachen nachlesen. Es wird sogar dann noch angezeigt. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Damit weiß man auf jeden Fall, oder damit kann man auf jeden Fall viel machen. Finde ich sehr gut. So, wie mache ich das hier wieder weg? Da oben. Ah, da ist mein Aufnahmesymbol. Deswegen habe ich das nicht direkt gesehen. Aha, jetzt kann ich das ja auch als gelernt markieren. Okay. Alles klar. Den können wir bestimmt in den Optionen auch nochmal ausstellen. Schauen wir einmal. Learning Helper. So, da können wir den ausmachen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das meiste wissen wir. So, das erste, was man machen sollte, ist so ein paar Basisanweisungen geben, der den Kolonisten. Ich hoffe, das heißt wirklich so. Oh Mann, ey. Den kolonisierenden Leuten. Und zwar sollte man die erstmal die Waffen equippen, die hier rumliegen. Es gibt hier 3 Waffen. Dann kann man jetzt hier anschauen, was für Fähigkeiten hatten die. Zum Beispiel hier können wir komplett vergessen irgendwas. Die anderen Charaktere. Shooting 3, die bekommt das Gewehr. Shooting 1, Melee 5, bekommt das Messer. Und die, die gar nichts eigentlich kann, die bekommt jetzt die Pistole. Damit haben wir jetzt schon mal Anweisungen gegeben. Jetzt müssen wir zum Beispiel hier noch, ich weiß ehrlich gesagt nie, warum das am Anfang nicht freigegeben ist. Man sieht hier, da ist ein rotes X, das heißt, die Leute benutzen das nicht. Wir wollen aber ja, dass die Leute das gleich benutzen zum Bauen und alles. Das heißt, wir machen überall das weg. Das heißt, jetzt können die Kolonisten das auch benutzen, wie sie wollen. In dem Spiel erteilt man halt immer nur Aufgaben und die KI macht das dann selber. Das Ganze können wir jetzt hier uns genauer anschauen. Hier sind die Prioritäten.
Also es ist wirklich komplex, das Spiel. Da muss man sich schon einmal drauf einlassen. Hier ist erstmal, was man alles bauen kann. Man kann Zonen erbauen, die Strukturen, Produktionsgebäude, Möbel und so weiter und so fort. Genug zu bauen auf jeden Fall in verschiedensten Ausführungen. Man kann sehr viel mit der KI machen. Wie gesagt, man hat gerade diese Zonen gesehen. Damit kann man halt wirklich den Charakteren oder der KI hier Zonen erteilen, was sie machen dürfen und was nicht. Also hier auch, man kann den Tageszyklen geben, kennt man aus, Prison Architect. Man kann den jetzt hier auch bestimmten Sachen zuweisen, hier auch Drug Policies, das ist neu. Das schauen wir uns dann auch mal an. Es gibt Animals, das heißt, wir haben hier auch Tiere, zum Beispiel haben wir Dimitri die Katze. Ja, da können wir auch was mitmachen, wir können auch Tiere zähmen und auch als Waffe benutzen. Research. Wir haben mehrere Fraktionen, böse, also feindliche, aber auch Händler, die gut zu uns sind. Die können wir auch behandeln, wie wir wollen. Wir haben hier nochmal eine Weltkarte. Wir haben hier eine History über unsere Statistik. Aber das Wichtigste am Anfang ist hier erstmal, die Arbeit zuzuweisen. Die KI macht das erstmal, wie sie meint, das ist das Beste. Basierend darauf, wie die Werte sind. Man kann hier aber Manual Priorities einstellen. Und das sollte man immer am Anfang machen. Hier sollte man dann einstellen, wie jetzt die verschiedenen Charaktere ihre ganzen Aufgaben zu handeln haben. Und man sieht, es gibt einige Aufgaben. Der Sinn dahinter ist, wie ist die Priorität für den Charakter? Macht er jetzt als erstes, hilft er jetzt jemanden, zum Beispiel den zu verarzten als erstes, oder, keine Ahnung, schreinert der erstmal einen Stuhl. Ja, was davon macht er als erstes? Wenn wir das manuell machen, können wir halt Doktor auf 1 setzen zum Beispiel, die höchste Priorität, und alles andere, zum Beispiel Crafting, können wir dann halt low machen. Das heißt, er würde alles andere liegen lassen und erstmal jemanden verarzten. So funktioniert das Ganze. Ich habe das so immer gemacht, dass wir ich habe das jetzt so verstanden oder auch so immer gemacht. Die höchsten Werte setze ich auf 1. Die Sachen, die jetzt zum Beispiel mit den Flammen versehen sind, das heißt, der Charakter kann es noch nicht gut, aber er könnte es irgendwann sehr gut, setze ich auf 3 oder 2. Kommt immer darauf an, wie viele wir haben und wie viele Aufgaben die schon bisher haben. Das ist immer so 2 oder 3. Und das, was die wirklich gar nicht können, mache ich auf 4. Und das, was die auch auf keinen Fall machen sollen, mache ich auch weg. Ja, so handle ich das immer. Ich werde das jetzt mal machen, außerhalb des Videos, einmal einstellen. Und das soll auch erstmal der erste Teil dieses Videos sein. Wie gesagt, schreibt was in die Kommentare, was ihr so sehen wollt, wie ihr das handhaben wollt. Wollt ihr das überhaupt sehen? Vielleicht kriege ich auch gar keinen Kommentar. Ist sehr wichtig für mich. Also, bis dann und ciao, ciao. Schreibt mal was zu dem Spiel. Bis dann.